Marco, das Schöne ist, du triffst und triffst und triffst. Das weniger Schöne ist, es hat jetzt wieder heute nicht zu einem Sieg gereicht. Was war denn für ein Spiel heute? Na gut, heute waren wir deutlich schlechter als letzte Woche. Ja, es war schwierig. Klagenfurt ist hinten drin gestanden, haben ein ganzes Spiel auf Konter gespielt. Und wir, wie man gesehen hat, hatten keine Lösungen. Ich persönlich, ein paar technische Probleme heute, die ungewohnt waren. Dann kommt vieles dazu, soll keine Ausrede sein, weil ich weiß, wir können es besser. Aber so Spiele hast du auch. Früher hat man das verloren. Jetzt nehmen wir einen Punkt mit und ist trotzdem okay, würde ich sagen. Wort zu den Zuschauern, 11.000 Leute, das heißt, die Leute kommen wieder ins Stadion, auch zuletzt wegen euren Erfolgen. Macht das dann noch einmal mehr Spaß dann? Heute haben sie sicher ein schlechtes Spiel ausgesucht und es war scheiß kalt. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, ein Fan kommt auch, weil er einfach die Austria liebt. Es tut uns leid natürlich, wir wollen immer, weiß nicht, ein paar Tore schießen und gewinnen. Das geht nicht immer, von daher gibt es solche Spiele auch. Ich denke, nächste Woche werden wir wieder ein anderes Gesicht zeigen und den Punkt nehmen wir einfach mit. Ein Wort zu deinem Tor. Du bist nach dem Tor direkt zum Trainer gelaufen. Was habt ihr denn besprochen? Nichts. Das war ein kleines Danke mal fürs Vertrauen, weil heute, wie ich gespielt habe, war Wahnsinn, dass ich überhaupt so lange am Platz war. Aber ja, so ist halt Stürmer. Manchmal spielt man schlecht, schießt man trotzdem am Tor. Und da wollte ich mich nicht nur wegen dem einfach so auch mal bedanken, weil ich ihn natürlich auch schon lange kenne. Und ja, mal eine Geste fürs Trainerteam. Alles klar. Eine Frage. Doch, eine Frage, bevor du gehst. Jetzt kommt natürlich nächste Woche Sturm Graz. Ihr fahrt nach Graz. Dein Ex-Verein, ein besonderes Spiel für dich? Besonders, ja. Ich bin jetzt bei Austria, aber es ist schon lange her, dass ich bei Sturm war. Wie gesagt, habe eine gute Verbindung, aber mein Herzensverein ist natürlich Austria Wien. So gehe ich jedes Spiel an. Wir wollen gewinnen, ein gutes Spiel zeigen und ich glaube, ein paar Spieler, die noch den Ex-Trainer geben, gibt es ein bisschen immer Chili und das wollen wir am Platz am Sonntag zeigen.